Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rail Nation. Ja, in der letzten Folge haben wir ziemlich viel gemacht. Ja, wie wir hier sehen, läuft gerade ein Wettbewerb. Noch 30 Minuten. Ja, schauen wir mal, ob wir das hinbekommen oder ob wir... Ach ne, da brauchen wir 10 Gold und... Nein, das möchten wir nicht machen. Aber es gibt auch kostenlose Wettbewerbe, also das ist dann wahrscheinlich ein Premium-Wettbewerb. So, ich hatte nochmal vorhin die Bank schnell ausgebaut, denn ich hatte meine 400.000 schon erreicht gehabt und es lief immer weiter und der Umsatz ist dann, wurde mir somit nicht gut geschrieben. Jetzt haben wir ein können wir ein Vermögen von 580.000 ansparen. Und wir können auch gleich erstmal das Restaurant und das Hotel bedienen. Ein paar Streckennetze hatte ich mir auch noch zugelegt. Die gucken wir uns gleich nochmal an. Aber zunächst holen wir uns erstmal die Urnen ab. Die Belohnung. Um 10. Okay. Okay. So, und klicken nochmal aufs Labor und forschen. Wir erforschen uns jetzt eine neue Lok. Allerdings brauchen wir dazu 25 Forschungspunkte und wir haben erst 3. Und zwar jetzt. Gut, dann schauen wir uns nochmal die Streckennetze an, die ich dazu geholt habe. Das ist einmal Hahnefeld Südost. Dieses Streckennetz habe ich mir geholt und Hahnefeld Süd. Den Hafen habe ich mir auch geholt. Ging mir eigentlich bloß darum, dass ich mal ein bisschen Geld abbaue. Weil das Konto ziemlich überfüllt war. Ja. Wir werden uns jetzt erstmal um unsere Loks kümmern. Und zwar, wir müssen die nochmal warten. 93% haben wir zwar noch, aber lieber einmal mehr warten als zu wenig. Und so bringen sie auch wieder 100% Leistung. Jawohl. Wartung. Ist schon etwas teurer, das Nashorn. So. Unsere Aufgabe von Lukas ist übrigens, dass wir uns eine neue Lok erforschen. Wir wollen nicht ewig mit der schwächsten Lok durch die Gegend fahren. Aufgabe: Erforsche eine weitere Lok unter Forschung. Wenn du das Labor aufbaust, ausbaust, ja, bekommst du mehr und schneller Forschungspunkte. Das können wir gleich nochmal machen. Dann bekommen wir wieder mehr und schneller Punkte, wie er es gesagt hat. Wir hatten es schon einmal ausgebaut, weil standardmäßig sind 6 Punkte. Ach Mist, das war falsch. Wir müssen ja hier drauf, auf dem Bahnhof. Standard sind 6 Forschungspunkte. Einmal haben wir schon ausgebaut, Stufe 2. Kostet 40.000, machen wir gleich mal. Jawohl. So. Das läuft jetzt 42 Minuten lang. Wir könnten auch mit Gold aufbauen, aber das wollen wir uns noch. Wir wollen unsere 27 Gold noch ein bisschen sparen. So. Da schauen wir gleich nochmal auf unsere Gesellschaft drauf. Stehen ziemlich weit oben in der Rangliste, das ist doch gut.
Man sieht, es kommt immer neue dazu. Aber wir haben immer noch keine Leute hier, oder? Und schauen mal hier. 10 Minuten, 70.000. 20% mehr Holz. Ja gut, können wir auch mal machen. 70.000 und dann 80. Oh. In 10 Minuten läuft das aus und wir werden dann diese Persönlichkeit bei uns. Ach Mist, jetzt hat er auch 80 genommen. Ach ne, das bin ich. Gut. Einmal richtig hingucken. Und dann läuft das auch. Also 80.000 zahlen wir. Das ist natürlich relativ viel. Weil man startet mit 10.000. Ich habe das jetzt einfach nur mal gemacht. Um mal zu sehen, was danach denn uns denn für einen Vorteil damit beschert wird. So. Läuft der nur noch 10 Minuten? Gut. Dann schauen wir gleich nochmal auf die Loks und klicken mal ein bisschen durch. Gucken mal, was es denn noch so alles gibt. Sofern das auch möglich ist. Und das Nashorn haben wir jetzt schon. Also, hat eine Zugkraft von 3 Waggons, kann das Nashorn ziehen. Gut, die Geschwindigkeit ist eigentlich eher uninteressant. Es interessiert eigentlich nur, wie viel die Lok ziehen kann. Und der Esel. Esel kann denn schon wieder, den erforschen wir jetzt gerade. 5 Waggons ziehen, das ist natürlich top. Verschiedene Baureihen. Natürlich gut. Was haben wir denn hier? Was bedeutet denn die 2? Mal schauen. Okay. So. So, klicken wir mal hier auf die 2 Fledermaus. Okay, die können wir noch nicht sehen. Doch, können wir sehen. Gut. Die sieht top aus. 8 kann diese 10. Eine E-Lok. Und hier haben wir auch eine E-Lok. Muss ich mal noch schon. 1,4 Millionen kostet die. Relativ viel. 800.000, das müssen wir uns erstmal sparen. So, wir müssen erstmal unsere Bank dafür ausbauen, damit wir überhaupt dieses Kapital erreichen können. 500.000, das könnten wir noch erreichen. Das ist eine schöne Diesellok. So, mir fällt ja gerade auf, dass wir hier etwas mit Baureihen zu tun haben. So, wo geht's denn hier weiter? Gut, ein Esel. Falke. 3 Waggons ist zu wenig. 4. 6. Na gut. Die kennen wir aus Train Station schon, die Lok. Die gab es dort auch. In einem Event. Da haben wir wieder die Fledermaus. Stufe 2. Oh, die sieht richtig schick aus. 175.000 ist gar nichts. Aber das haben wir jetzt momentan nicht, weil wir ja jetzt die 80.000 ausgegeben haben für diesen einen Typen. Boah, die ist mächtig. Die sieht schon gut aus. Die sieht richtig gut aus. 10 Waggons kann die ziehen. Das ist jetzt so der absolute Traum, weil wir können nur bisher jetzt nur noch 3 ziehen. 10 Waggons, da kannst du natürlich schon ordentlich was wegschaffen. Ja, sollte wohl modern sein. Eine moderne Dampflok. Bulle. Na gut.
Diesel-Lok. Diesel-Loks. Wie wir kennen von der Deutschen Bahn. Jawohl. Sieht auch gut aus. Dann schauen wir uns doch einfach mal ein paar Loks an. Was es denn alles so gibt. Bin mal gespannt, ob es auch Loks gibt, wo man dann 50 Waggons ziehen kann. Das würde mich mal sehr interessieren. 9 haben wir schon mal, 10 haben wir. Das ist Deutsche Bahn? Nee, Whale Nation. Okay. Ich dachte, da steht Deutsche Bahn. Ja, die kennen wir ja alle. Aus dem ja, aus dem Alltag. Die sind meistens bei diesen Regionalzügen hinten dran. Das sind die, die so quietschen. Ja, die sieht auch richtig schön aus. Grafisch ist das auf jeden Fall schon mal sehr gut aufgebaut, das Spiel. Zwölf Waggons haben wir schon. 13. Siebenundzwanzig. 65. Boah, die müssen wir haben. Aber 10 Millionen. Da sind wir noch lange nicht. Pling. Da hat so Pling gesagt. Und da schauen wir mal, was denn... Achso, da kommen wir ja wieder nicht ran, weil Lukas wieder im Weg steht. Aber das ist ja uninteressant. So, wir wollten eigentlich noch eine Lok kaufen, aber da müssen wir erstmal unsere Loks aufbauen. Unsere Lok shoppen. Und dann müssen wir wieder Geld sparen. Und das kann jetzt ein Weilchen. Gut, jetzt ist Lukas weg und da können wir gleich mal schauen. Um was es denn für eine Lizenz geht. Die Lizenzen werden wir uns später auch mal zulegen, aber das eben erst später, wenn es denn soweit ist. Das läuft noch 13 Minuten. Eisenerz. Bonus $25. Und Mindestpreis sind 25.000. Bisherige Bieter. Nee, das ist, müssen wir jetzt noch nicht haben. Da können wir uns dann später drum kümmern mal. Aktion. Leder. Haben wir alles nicht. Nee. Gut. Alle Loks sind unterwegs. Achso, hier oben. Den Bauernhof habe ich mir noch freigeschaltet. Hab mir noch ein Netz hingebaut. Schienen. So, Schienen sind's. Ich kam gerade nicht auf den Namen. Gut, dass wir das jetzt haben. So, was haben wir denn hier noch? Hier kommt dann wieder Kohle. Und ab hier wird's dunkel. Was gibt's denn hier noch? Achso, das ist schon wieder eine... Das ist Zell. Wo ist denn da die Stadt? Naja, gut. Vielleicht kommen wir da auch noch mal irgendwann hin. Und hier oben ist auch nichts so groß. Bin ja immer gespannt, was auf diesen grauen Flecken hier noch überall denn aufploppt. So. Wir können ja noch einmal auf die Statistik klicken, um mal zu schauen, was wir da so haben. Städte. Nicht die Rangliste, wir gucken uns die Städte an. Ja. Da sieht man auch ganz genau,
wie viele Spieler denn dort in diesen Städten spielen? Das sind wir hier wohl. Hanefeld, genau. Betriebe. Titel. Das ist natürlich 6 Millionen, ja. Und ich 600.000 Tagesumsatz. Er macht einen Tagesumsatz von 6 Millionen. Ja gut, kann ich mir gut vorstellen. Das ab einer bestimmten Größe ist das eben so. Es hört sich jetzt noch viel an, aber das kommt ja dann mit den ganzen Rohstoffen. Umso größere Züge, umso mehr Umsatz machst du auch. Pling! Und hier können wir noch nicht drauf gucken. Gut, da kam wieder eine neue Lizenz rein. Wir gucken jetzt nochmal ganz kurz auf die Gesellschaft. So. Persönlichkeiten. Hier hat man das gemacht. Genau, ich bin immer noch relativ weit oben abgelaufen. Ja, habe ich denn jetzt die Persönlichkeit bei mir drin oder nicht? Schau mal. Oh ja, hier. Der was. Schauen wir mal. So, da kommen wir wieder da rein. Gut. So. Haben wir das jetzt getan oder nicht? Wie sieht das jetzt aus? Beziehungen, nein. Übersicht. Wieso? Der hier 80.000 bezahlt und nun bekomme ich 20% mehr. Na, mal gucken, ob das auch das Geld wert ist, denn, ne? Die erste Epoche ist bald vorbei, sieht man hier oben schon, 11 von 14 Tagen. Und dann geht's auf in die zweite Epoche. Da bin ich mal gespannt, was das denn, was sich denn alles ändert. Gut, und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, eure Furzfichte.